Kommen wir zum nächsten Lack, Speziallack in unserem Angebot und Possi ist da quasi prädestiniert für, weil du hast es ja schon selber ausprobiert. Ich habe das schon ausprobiert. Ich stand vor der Wahl, entweder in meinem Bad sämtliche Fliesen von der Wand zu reißen oder aber einen Fliesenlack zu verwenden. Und habe mich natürlich mit dem Thema befasst, ob das funktioniert oder nicht. Und auch da könnt ihr ja mal Spaß haben, wenn ihr Interesse daran habt, dann gebt bei Google doch mal einfach Fliesenlack ein und ihr werdet feststellen, das Zeug ist nicht billig. Wenn ihr da nachguckt, es gibt auch sogar Sachen, da müsst ihr den Lack, den Fliesenlack nochmal mit der zweiten Komponente vermischen, damit das überhaupt hält. Und dann gibt es auch noch welche, die sind einfach nur teuer und da ist wenig drin. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel eine 750 Milliliter Dose, mit der man auch 8 Quadratmeter schafft. Wenn man das Ganze verarbeitet, wird man gleich feststellen, es ist eine etwas zähe Angelegenheit. Also im Vergleich zu normalen Lacken ist es dann doch sehr zäh. Aber das hat den schönen Nebeneffekt, dass es eben an der senkrechten Wand nicht den Drang hat, nach unten zu laufen. Und das Beste ist eben, je nachdem, was für eine Stelle es gerade ist, mit Pinsel und Rolle zu arbeiten. Rolle ist von vornherein gleichmäßiger, kann ich sagen. Ich habe es am eigenen Leibe auch gespürt, weil so ein paar Ecken hatte ich, da musste ich mit dem Pinsel arbeiten und das hat beim Überstreichen funktioniert. Also das Ganze läuft dann so, dass man eben anfängt zu streichen, einmal Vorstrich und dann, wenn das Ganze, wenn man dran toucht und es ist trocken, fühlt sich trocken an, dann kann man drüber streichen. Und die sogenannte Touchprobe. Genau. Und das wird ziemlich viele Frauen wahrscheinlich abschrecken, wenn ich das jetzt sage, aber die Trocknungsphase für diesen Lack ist ungefähr, ich sag mal im günstigsten Fall 24, es können aber auch 36 Stunden sein. Und dadurch, dass da Lösungsmittel drin ist und das Ganze natürlich erstmal verfliegen muss, stinkt das Ganze bestialisch, sage ich mal. Also beim Verarbeiten unbedingt das Fenster auf. Wenn man das geschafft hat, dann streicht man nach und ich würde mal sagen, ungefähr nach 6 Wochen hat man dann nicht mehr so den Geruch in der Nase, wenn man ins Bad kommt. Das sollte man natürlich dann in dem Fall mit berücksichtigen, dass es also jetzt nicht nach Frühling riecht, sondern es riecht schön nach Lösungsmittel. Und es riecht nach einer gewissen Zeit einfach nur noch nach Farbe. Aber im Endeffekt, sage ich mal, muss ich ganz ehrlich sagen, es sieht aus wie frisch verfließt. Man kann im Übrigen auch die Fugen gleich mit überstreichen oder einstreichen, wie man das möchte. Das kann man mit der Rolle wunderbar machen. Wenn man da ein bisschen diagonal über die Fliese geht, dann verteilt sich das sehr gut und lässt die Fuge frei. Oder man kratzt den der wieder sauber. Ich weiß auch nicht. Also ich habe es jedenfalls so gelassen. Sieht gar nicht mal schlecht aus. Perfekt für Grobmotoriker. Ja, genau. Also für mich. Ja. Und das Schöne ist eben, war da hinterher ein frisches, schön aussehendes Bad. Und ich habe für mein Badezimmer habe ich dann, wie gesagt, diese zwei Dosen verarbeitet und jo. Ich kann es wirklich nur empfehlen, jedenfalls dieses Produkt hier. Ich habe auch von anderen gelesen, die funktionieren wirklich räudig, sage ich mal, dagegen. Zumal auch der Preis dann wieder interessant wird, weil im Gegensatz zu unserer Farbe zahlt man für diese Größe Lack von anderen Herstellern bis zu 30 Euro. Da sind wir ganz weit von entfernt. Also ich sage jetzt mal ungefähr die Hälfte. Klein bisschen mehr, aber roundabout. Wenn es euch interessiert, dann sprecht uns an, mailt uns, schreibt uns Kommentare unter das Video und kommt uns besuchen. Genau. Wir haben immer Zeit. Naja gut, sagen wir mal, wenn es irgendwelche Probleme oder irgendwelche Rückfragen gibt, dann werden wir diese natürlich beantworten, keine Frage. Ja, abschließend zum Sortiment aufrundend oder abrundend oder wie auch immer. Wir haben noch Buntlacke dabei, das heißt also, ob in matt oder in glänzend, in verschiedenen Tönen, also Zaungrün, Tannengrün oder wie Tannengrün, ist das? Ja, RAL 6005. Er weiß es. Dann haben wir Weiß, dann haben wir Altweiß, dann haben wir Rot, dann haben wir Blau. Weiß. Ja, also etliches. Etliches da und
natürlich auch Rostschutzgrundierung, was ja auch gerade bei Eisenvogel, Eisengrundierung muss auch sein, haben wir auch in mehreren Farben da. Ja. Und ja, holt einfach mal unser Sortiment, wenn ihr das nächste Mal in der Gegend seid. Und probiert es einfach mal aus. Genau. Ihr werdet begeistert sein. So wie ich. Tada! Bye.